Und dann gibt's den Kontakt. Schumacher lenkt komplett auf uns ein. Startaufstellung für den Grand Prix von Austin, Texas. Pole Position dieses Mal für Fernando Alonso, wie schon so oft in den letzten Rennen. Daniel Ricciardo macht die McLaren Doppelpole perfekt. Und die Frage ist, wo kommt der aktuell noch Führende in der WM, Sergio Perez? Auf 3 kommt Perez tatsächlich direkt, dann Russell vor Hamilton und Norris. Auf der 7 dann Gasly vor Ocon, stark die beiden Alpinen. Verstappen auf der 9 mit einer 5-Plätze-Gridstrafe. Tsunoda dann auf der 10. Position, dann Stroll vor Sainz, der auch eine Gridstrafe hat. Der wäre wohl auch in den Top 10 gewesen. Schumacher auf der 13, Latifi mit einem guten 14. Startplatz vor Lawson, Leclerc mit einer Strafe auf der 16, Piastri auf der 17, wir kommen dann erst auf Platz 18. Aber auch nur, weil die anderen Strafen bekommen haben. Magnussen, Albon, Drugovic und Schwarzmann sind hinter uns aufgrund diverser Gridstrafen. Wir wären tatsächlich Letzter gewesen. Ja, und damit Servus und herzlich willkommen zur F1 22, Mike Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Grand Prix von Austin, Texas und haben ein horrormäßiges Qualifying hinter uns. Ich habe keine Ahnung, warum wir so langsam sind. Ich weiß, es ist Austin, Texas, da sind wir nie so gut. Aber warum denn auf dem letzten Startplatz mit ein paar Zehntel Rückstand? Wir waren, glaube ich, eine knappe Sekunde langsamer als Schwarzmann. Der wäre wahrscheinlich irgendwo Platz 12, 13 gewesen, aber ist jetzt wegen der Gridstrafe auch ganz nach hinten durchgereicht worden. Wir sind deshalb auf Platz 18, aber trotzdem alles andere als eine gute Ausgangslage. Ich weiß auch jetzt nicht, wie wir mit der KI-Schwierigkeitsstufe hier hinkommen. Ich habe es jetzt mal seit dem Qualifying nicht verändert. Ich bin, weil ich ja wusste, dass Texas nicht so gut ist für uns, dass im Vergleich zum letzten Rennen, bin ich nochmal 2 KI-Stufen nach unten gegangen und trotzdem hier dieses schlechte Ergebnis. Naja, müssen wir mal gucken, wie es im Rennen läuft, ob wir da realistisch irgendwie Richtung Punkte fahren können. Wahrscheinlich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, was eine 1-Stop hier für Vorteile bringt. Das ist gar nicht so viel schneller als eine 2-Stop, aber vielleicht, wenn wir da die Track Position bekommen gegen den einen oder anderen Fahrer, dann können wir vielleicht ein paar Plätze gut machen. Aber in die Punkte heute zu fahren, wird auf jeden Fall schwierig. Regnen soll es nicht. Wir starten auf den Medium-Reifen, würde ich sagen, und wechseln dann ungefähr zur Rennhälfte auf die harten Reifen. Ich denke, das ist die beste Strategie. Wir können auch versuchen, die Medium-Reifen noch etwas länger zu ziehen. Ich weiß nicht, wie lange man die weichen Reifen, ja, eher so 8 Runden, das wird schwierig. Könnten auch hart-soft fahren. Ich probiere das mal kurz aus, noch zum Ausrechnen quasi. Ja, das wäre dann wieder genauso schnell wie die 2-Stop-Strategie. Also, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich denke, hoppla, was ist denn hier passiert? Ich denke, das Beste ist, wenn wir auf den Medium-Reifen starten und einfach die so lange fahren, wie es nur irgendwie geht. So, noch 270 Meter hier bis zu unserer Startposition. 18. nicht gut, aber wir werden versuchen, das Beste draus zu machen hier. Denn gleich geht's hier los, der Grand Prix von Austin, Texas, USA, der zweite USA Grand Prix in dieser Saison. 28 Runden, USA stehen uns bevor, viele auf den Medium-Reifen, nur Piastri direkt vor uns auf Soft-Reifen. Probleme am Start, wie so oft, trotzdem werden wir jetzt versuchen, uns hier innen rein zu bremsen. Mit Kontakt, aber trotzdem ein paar Plätze jetzt wieder gut gemacht nach den anfänglichen Problemen. Da wird es jetzt ganz eng. Boah, hinter uns auch wieder Kontakt mit Piastri. Aber wir konnten uns jetzt irgendwie retten, sind nicht so ganz hier in line mit den anderen. Aber jetzt haben wir uns da so ein bisschen sortiert. So, wir haben die erste Runde gut überlebt, sind in der zweiten Runde. Boah, war das knapp, Leute. Da geht es fast geradeaus, aber wir kommen jetzt mit viel Schwung raus, hier aus der Haarnadelkurve. Und ich glaube, wir haben eine gute Abstimmung gewählt. Wir können nämlich Charles Leclerc jetzt angreifen, hier im Alfa Romeo. Das sieht gut aus, vorbei am Alfa Romeo. Boah, das war super knapp, schon wieder fast verbremst hier. Leclerc ist wieder durch. Und jetzt an derselben Stelle wie letzte Runde sind wir wieder dran an Leclerc, diesmal mit DRS. Aber auch Leclerc hat DRS, deshalb wird es jetzt eng, aber wir kommen mit einer richtig guten Topspeed hier raus. Diesmal aufgepasst, dass wir uns nicht verbremsen, wenn es vom Gut erwischt, vorbei am Alfa Romeo. Gutes Manöver,
Da vorne gibt es einen Zweikampf zwischen Stroll und Lawson und da ist schon eine Riesenlücke nach vorne, wenn wir den Fehler beim Rausbeschleunigen machen. Jetzt müssen wir uns gegen Leclerc verteidigen, nebeneinander hier durch die S's. Boah, das war richtig eng. Nächster Angriff da vorne, das ist Schumacher gegen Lawson jetzt. Könnte er dadurch sein? Ah, es wird schwierig hier in den schnellen Kurven. Da sind wir übrigens richtig langsam. Mit der Abstimmung sind wir gut auf der Bremse, aber in diesen schnellen Segmenten richtig schlecht. Wobei wir jetzt dranbleiben können, weil da vorne eben die Zweikämpfe. Es geht hinter uns jetzt wieder Leclerc mit dem Angriff, weil wir das ein bisschen die Linie verlieren. Aber wir sind dafür jetzt nah dran an den beiden Aston Martin. Und hier in diesem Abschnitt sind wir richtig gut. Wir können hier mal sehr spät bremsen. Uns hinbremsen in dem Fall an Latifi. Und dann beim Rausbeschleunigen keinen Fehler machen, kein Querstehen. Und dann haben wir hier den Topspeed-Vorteil heute. Richtig gute Abstimmung zum Überholen, auch wenn es da manchmal nach hinten knapp wird. Vorbei an Latifi. Gutes Manöver. Können wir vielleicht jetzt auch schon Stroll angreifen. Der hat aber auch DRS. Aber wir sehen auf der Karte unten jetzt mal, wie groß der Abstand ist. Lawson war ein richtiger Bremsklotz. Jetzt Stroll verteidigt auf der Innenbahn. Wir versuchen außenrum vorbeizukommen. Stroll bremst spät, hat er gut verteidigt, muss man sagen. Und ich glaube, jetzt sind wir nah genug dran, dass wir gleich den Angriff setzen können in unserer Lieblingsstelle hier bisher in Osten. Geht sogar beim Anbremsen schon fast nebenhin. Stroll vertut sich da am Kurvenausgang. Und jetzt sind wir schon vorbei vor der DRS-Zone. Das hat gereicht. Und Lawson ist auch nicht weit weg. Der hat kein DRS. Der verteidigt auf der Innenbahn. Da gehen wir außen rum. Und das Bremsmanöver hat auch gepasst. Vorbei an zwei Leuten auf einem Streich. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Kampflinie fahren, damit Lawson sich nicht zurückkämpfen kann. Und das sieht richtig gut aus. Jetzt sind wir auf Verfolgungsjagd von Mick Schumacher da vorne. Jetzt kommen schon einige der Leute von vorne an die Box. Zum Beispiel der führende und aktuelle Halter der schnellsten Runde, Fernando Alonso, war jetzt schon drin. Der kommt aber, so wie es scheint, vor uns wieder raus. Das heißt, da können wir auch, selbst wenn die einen Einstopp machen, erstmal nicht vor die kommen. Vielleicht vor dem einen oder anderen, der außerhalb der Top 5 ist. Ja, und auch wenn die erste Phase hier im ersten Sinn ganz gut verlaufen ist, bislang, wir sehen schon von der Speed her, dass Schumacher, wenn er freie Fahrt hat, und auch hinter uns Lance Stroll, wenn er freie Fahrt hat, einen Tick schneller sind, als wir es sind. Und hier auch solche Fehler machen, gerade wie hier beim Rausbeschleunigen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Mittlerweile ist auch Leclerc durch an Lawson. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich glaube, die Reifen sind jetzt auch schon ziemlich matsch. Vielleicht machen wir doch den Einstopp sicher mit den harten Reifen und probieren keine komischen Sachen, wenn wir hier den Fehler machen und Stroll schon wieder dran ist. Aber wir kämpfen nochmal zurück. Das war eine enge Nummer. Wir verlieren aber weiter nach vorne ganz schön viel Zeit. Safety Car und Schwarzmann scheidet aus. Okay, alles klar. Schauen wir uns an, was passiert ist. Carlos Sainz, der schon in der Box war, verfolgt Robert Schwarzmann, der den DRS-Flügel offen hat und sich verteidigt. Und dann hier auf Turn 1 hinein verbremst er sich. Wahnsinn, und schießt fast hier Albon ab. Wow, was war das denn für eine Situation? Puh, riesen Fahrfehler von Robert Schwarzmann. Gott sei Dank ist da niemandem was passiert, außer ihm quasi. Und also, das klang jetzt halt ein bisschen falsch, ihm geht's gut, aber das Auto ist halt Schrott. Wahnsinn, hier wie das sich verbremst. Man kann nicht mehr ausweichen. Autsch, das tat weh. Ja, die einzig richtige Entscheidung jetzt hier ist natürlich an die Box zu kommen. Weil, ja, wir damit den geringsten Zeitverlust haben aktuell. Das werden wahrscheinlich einige auch machen, so wie es scheint, ja. Wir werden sehen, was das Ganze uns jetzt bringt. Ich glaube, die meisten werden sich jetzt harte Reifen holen, außer die, die ganz frisch drin waren. Ein paar gehen durch. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Double Stack. Wir nehmen hier einmal die anderen Mechaniker mit, aber zum Glück nichts passiert. Ja, und jetzt kommen wir hier wieder raus. Jetzt müssen wir mal schauen, was das bedeutet hier. Track Position vorne, Williams, der da hinten fährt. Das ist schon mal gut.
Und das ist Track Position 13, wobei, wie gesagt, vorne noch einige sein werden, die stoppen werden. Und wenn jetzt das Feld sich wieder zusammenschiebt, haben wir da vielleicht initial den Vorteil. Mal gucken, wie lange die Safety-Car-Phase auch andauern wird. Kleine Information aus der Safety-Car-Phase raus. Und zwar sehen wir hier die unterschiedlichen Strategien. Russell bis einschließlich Tsunoda und dann wieder ab Schumacher. Wir sind alle auf dieser Einstopp-Strategie, außer Piastri. Medium Hard. Und dann haben wir aber auch vier Leute vor uns, nämlich die beiden führenden Alonso und Ricciardo, sowie Sainz und Gasly, die unter Umständen da zurückfallen, weil die nochmal in die Box gehen müssen. Und das könnte bedeuten, dass wir eine Chance auf den Punkteplatz haben, wenn die beiden McLaren eben nicht genügend Zeit vorne gewinnen können, nach der Safety-Car-Phase und dann durch den Stopp wieder zurückfallen. Aber wer weiß, die haben ja die Führung, das heißt, die werden auch richtig Gas geben. Interessant wird es vor allem aber auch für Perez, der erst mal hinter Russell zurückgefallen ist, aber jetzt auch wieder die realistische Chance hat, in diesem Rennen die WM-Führung zu verteidigen. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, es wird jetzt noch eine Runde hier hinter dem Safety-Car weitergehen und dann geht es wahrscheinlich wieder los zur Runde 14. Ja, wie erwartet geht es jetzt wieder los hier zum Start der 14. Runde. Wir sind also bei der Rennhälfte bald angelangt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Wir haben eine gute Topspeed. Geht es jetzt wieder los? Es geht ja natürlich erst am Start-Ziel wieder zum Überholen. Das heißt, wir müssen jetzt hier Schwung sammeln. Oh, Fehler beim Rausbesteigen. Da wollte ich zu viel. Ich wollte es gleich probieren, vielleicht nach Schumacher ranzukommen. Hat nicht geklappt, aber es geht jetzt wieder los und wir ordnen uns ganz normal auf Platz 13 ein. Müssen mal gucken, ob wir da noch nach vorne kommen heute oder ob wir uns mit einem Mittelfeldplatz zufrieden geben müssen. Noch ist DRS nicht freigegeben, vielleicht ist es aber unsere Chance, um da was Überraschendes zu schaffen, denn sonst hätten ja auch die ganzen Vordermänner DRS. Wir können uns richtig gut ransaugen an Schumacher. Boah, und fast verbremst. Und ich glaube, wir sind nah genug dran an Schumacher, dass wir jetzt gleich an unserer Lieblingsstelle hier in Austin den Angriff setzen können. Wenn wir jetzt hier keinen Fehler beim Rausbeschleunigen machen, sieht gut aus noch. Zwar nicht perfekt, aber zumindest auch nicht mit durchdrehenden Reifen. Das heißt, jetzt saugen wir uns ran in Windschatten. Und mit dem ERS-Einsatz, Schumacher verteidigt auf der Innenbahn, dann gehen wir eben außen hin. Gut verteidigt von Schumacher, noch Platz nicht. Und wir werden es jetzt eine Runde später wieder probieren können. Schumacher hat schon nach vorne abreißen lassen müssen. Die haben auch Medium-Reifen ja drauf und haben schnellere Autos. Die gute Nachricht ist, nach hinten ist aktuell gar kein Druck, beziehungsweise von hinten ist gar kein Druck, denn da kämpft Stroll mit Piastri und Stroll hat ein technisches Problem. Jetzt aber mit DRS. Wir sind nicht so gut rausgekommen wie in der letzten Runde gegen Schumacher. Wir gehen ganz nach innen. Und dann gibt es den Kontakt. Schumacher lenkt komplett auf uns ein, da hätten wir gar nicht woanders hingehen müssen. Können. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Schumacher hier auf der Bremse, spät und dann lenkt er nach links, als wären wir gar nicht da. Und jetzt merkt er das Ganze, also seltsames Überholmanöver hier gegen Schumacher. Und jetzt kommen Gasly und Sainz an die Box, die ja nochmal reinkommen müssen. Das heißt, wir haben jetzt schon in Runde 17 einen Punkteplatz inne, nämlich den 10. Platz. Und aktuell sieht es so aus, als ob da vorne Tsunoda und Ocon auch gar nicht so schnell sind. Während wir im ersten Stint Probleme hatten, nach vorne mithalten zu können, sieht es jetzt eigentlich ganz gut aus. Wir konnten Schumacher auch schon aus dem 1-Sekunden-Fenster verdrängen. Es sieht wirklich nicht schlecht aus für uns aktuell. Wir sind jetzt schon auf Platz 10 und da vorne sind ja die beiden McLaren. Und die werden auf jeden Fall ja noch reinkommen müssen. Die Frage ist, wie weit die zurückfallen. Wir haben auf jeden Fall gute Chancen auf Punkte heute. Wenn wir das Rennen konstant zu Ende bringen, sollten wir mindestens einen Punkt mitnehmen können. Mal gucken, ob es noch für mehr reicht. Okay, kleine Information in Runde 21. Wir sind ein Ticken schneller als Schumacher, wenn wir keinen Fehler machen. Aber wir sind in etwa gleich schnell wie Tsunoda vor uns. Das sind immer so 2-2,5 Sekunden Rückstand. Mal schauen, wie es sich entwickelt, ob wir da noch einen Fehler machen oder ob wir vielleicht noch die Lücke schließen können. Und ich bin echt gespannt, wann die McLaren reinkommen. Oder müssen die überhaupt noch reinkommen? Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil die sind ja von Soft auf Medium-Reifen gewechselt. Da muss jetzt noch was passieren demnächst. Seconds. Runde 25 und die McLaren kommen tatsächlich nicht mehr rein. Da habe ich mich getäuscht. Wahnsinn, die beiden McLaren machen hier ein riesiges Rennen. Und die beiden Red Bulls sind auch, beziehungsweise Perez ist verdrängt worden von Platz 3, sowohl Russell als auch Hamilton haben ihn überholt, so wie es scheint. Das heißt, das wird ein herber Rückschlag für Red Bull im WM-Kampf werden. Und wir sind schon in der letzten Runde. Alonso holt die Big Points für McLaren.
und wir holen einen Punkt. Wer weiß, wofür der am Ende gut ist. 10. Platz. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir heute in die Punkte fahren können. Rein von der Pace wäre es auch nicht möglich gewesen. Wir hatten ein bisschen Glück, weil so Leute wie Leclerc und Stroll uns da weitergeholfen haben. Ich erkläre gleich warum, aber jetzt erstmal über die Ziellinie. Nice. Race over. Take care of the car on the way in. It's all about how you were with my parents. Yeah, it changed their minds. Cause you were sweet and looking like you cared, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? Ja, da sind wir nun im Ergebnisbildschirm und Perez ist am Ende eben Vierter geworden. Hamilton hat es aufs Podium geschafft und das tut ein bisschen weh für den Mexikaner. Der hat die ganze Saison lang die wahre WM angeführt. Anfangs war es noch überraschend, dann hat man aber gesehen, dass er wirklich auch stärker ist als Verstappen in dieser Saison. Sehr schade, dass da jetzt urplötzlich die McLaren aus dem Boden schießen, aber Fernando Alonso, einfach ein Mann, den man niemals unterschätzen darf, und jetzt in Diensten von McLaren hat er nochmal zu alter Frische zurückgefunden, muss man sagen. Wer ist noch in der Top 10 heute? Norris holt wenige Punkte für Ferrari, nachdem Sainz dann am Ende ausgeschieden war. Schwierig für Ferrari, die haben jetzt hier ein großes Problem mit Mercedes in der Konstrukteurswelt. Schauen wir uns gleich die Punkte an. Dann Ocon auf der 8 und Tsunoda auf der 9 und wir holen noch einen Punkt. Schumacher scheitert knapp, Haas in dieser Saison ja immer schlechter geworden. Gut zu sehen, dass er hier zumindest einigermaßen in der Nähe der Top 10 ins Ziel kommen kann. Ja, und wir hatten am Ende einfach etwas Glück, denn Leute wie Leclerc wären schneller gewesen als wir, doch die sind hinter Stroll festgesteckt, der schon früh ein technisches Problem hatte und da waren dann urplötzlich 15, 20 Sekunden Vorsprung da gegen ein Auto, was ähnlich schnell ist wie wir und was sieht es auch, alle die hinter Stroll sind, sind sehr, sehr nah da dran. Gut, und dann gibt es noch ein paar Ausnahmen mit 2-Stop und 3-Stop, die mich jetzt da so ein bisschen rausnehmen würde, aber auf jeden Fall Glück, dass wir am Ende einen Punkt mitnehmen können, nachdem die Safety-Car-Phase uns nicht geschadet hat. Rangliste. Schauen wir jetzt also an, was passiert ist. Alonso ist 10 Punkte vor Sergio Perez. Zum ersten Mal dieser WM-Wechsel hier seit vielen, vielen Rennen, seit 15, 16 Rennen. Hat nicht sogar Perez das erste Rennen gewonnen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Müssen wir vielleicht mal wieder nachgucken. Aber auf jeden Fall richtig eng. Ricciardo jetzt, nachdem er im McLaren auch wieder gute Rennen gezeigt hat, jetzt ist an Russell vorbeigegangen. Und wir sind weiter auf Platz 9. In der Konstrukteursrangliste hat jetzt aber Mercedes durchaus einen respektablen Vorsprung von 21 Punkten auf Ferrari. Die wollen sich den dritten Platz nicht nehmen lassen. Und Red Bull ist da eigentlich safe durch. Rein rechnerisch kann wahrscheinlich noch was passieren, aber ich denke nicht, dass das irgendwie noch vorkommen kann jetzt. Zurück im Hauptmenü haben wir nur ganz kurz Zeit bis zum nächsten Grand Prix. Der Grand Prix von Mexiko steht als nächstes an. Und ich denke, wir sollten hier, auch wenn Schwarzman es immer noch nicht geschafft hat, in die Nähe der Punkte zu kommen, obwohl unser Auto gut ist, ich verstehe es einfach nicht, sollten wir hier Konzentrationslevel steigern. Wir sind nämlich, was das Auto betrifft, eigentlich schon ein Top-10-Fahrzeug, so wie man hier auch sehen kann. Warum das nicht klappt, weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal kurz auf das, was ich gesagt habe. Nee, Perez hat nicht das erste Rennen gewonnen, sondern Verstappen war es. Aber ich glaube, ab Rennen 2, ab Saudi-Arabien, hat Perez die WM angeführt. Der hat ja da in der ersten Saisonhälfte 6-mal gewonnen, also Wahnsinn.
Und ja, jetzt sieht man, dass sich das umdrehen wird. Alonso wird in der zweiten Hälfte wahrscheinlich 5-6 Mal gewinnen und deshalb ist er jetzt auch schon vorne, nachdem er nie ausgeschieden ist und nur einmal nicht in die Punkte gefahren ist in dieser Saison. Von daher verdient, dass Alonso da vorne steht. Für Perez tut es mir sehr, sehr leid, aber ich bin sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht. Ich schaue mal kurz, ob wir noch hier irgendwas machen können vor dem nächsten Saisonrennen, aber ich denke nicht, dass es Sinn macht. Geld werden wir ansparen, damit wir uns einen guten Fahrer leisten können am Ende der Saison und dann werden wir noch hier die Abteilungen ein bisschen weiterentwickeln und was Ressourcenpunkte betrifft, die werde ich jetzt auch ansparen, weil noch ist nicht klar, welche Abteilungen von der Reglementänderung betroffen sind, die noch anstehen für die nächste Saison. Von daher würde ich sagen, belassen wir es dabei. Wir spulen noch vor bis zum Grand Prix von Mexiko und es kommt tatsächlich noch ein Ereignis. Schauen wir kurz an, was hier los ist. Okay, neun Rivalen wählen. Klar wählen wir einen der Top 4. Ja, ich nehme jetzt einfach mal Lewis Hamilton, weil er tendenziell noch das schlechteste Auto hat, auch wenn das irgendwie keinen Sinn macht. Aber ich ignoriere einfach die Rivalität. Die ist sowieso nicht so realistisch. Ich würde sagen, wir sind damit fertig für das heutige Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann beim Grand Prix von Mexiko in alter Frische wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao und Servus.